Wenn ihr im Marketing arbeitet, habt ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen bei der OMR 2020 meinen scheiß LinkedIn-Feed vollgespammt mit Posts und Bildern, die nie jemand sehen wollte und nach denen euch auch nie jemand gefragt hat. Aber wahrscheinlich habt ihr noch nie irgendwas von Edward Bernays gehört, obwohl der euer Leben mehr verändert hat als alle Marketing-Gurus auf der Bühne zusammen. Deshalb schämt euch jetzt und hört mir zu. Als treue Zuschauer und ambitionierter High-Performer wollt ihr wahrscheinlich in Zukunft ein Imperium errichten. Ihr strebt nach Macht und Einfluss wie ein Jeff Bezos oder Steven Schwarzman. Für Macht und Einfluss ist es jedoch wichtig, dass die Leute genau das von euch denken, was sie auch von euch denken sollen. Und hier kommt unser Kollege Mr. Bernays ins Spiel, der quasi im Alleingang alle Methoden des modernen Marketing erfunden hat. Und random Fun Fact, er ist Neffe von, oder beziehungsweise er war Neffe von Sigmund Freud. Wieso essen manche Menschen eigentlich Schweinefett als Bacon zum Frühstück? 70% des Bacons wird nämlich zum Frühstück gegessen. Bacon mit Eiern ist das amerikanische Frühstück. Nur vor ca. 100 Jahren sah das noch komplett anders aus. Anfang des 20. Jahrhunderts war es in den USA üblich, ein eher leichtes Frühstück zu essen. Aber die Beech Nut Company wollte damals ihre Schinkenverkäufe ankurbeln und hier kam Edward Bernays ins Spiel. Durch sein Patrick Bateman-ähnliches Mindset hatte er einfach die Idee, die Essgewohnheiten eines ganzen Volkes kurzerhand zu ändern. Edward gab einen Studienauftrag, ob ein eher leichtes oder ein eher herzhafteres Frühstück gesünder sei. Hierfür beauftragte und auch bezahlte er über 5000 Ärzte. Das Ergebnis war dann natürlich eindeutig und die Studie wurde in allen Nachrichten und Zeitungen verbreitet mit der klaren Empfehlung, Bacon und Eggs ist von Ärzten empfohlen. Und somit war das traditionelle American Breakfast geboren und Bernays landete seinen ersten Marketing-Coup. 1929, kurz vor der großen Wirtschaftsdepression in den USA, hatte die American Tobacco Company ein Riesenproblem. Fast alle Raucher damals waren Männer. Bei Frauen galt Rauchen als verpönt. Schon mal schlecht, wenn fast 50% der Bevölkerung als potenzielle Kunden wegfallen. American Tobacco beauftragt Bernays. Als echter Alpha hat der natürlich wieder eine geniale Idee und macht was, was man heute als Influencer-Marketing bezeichnen würde. Er entwickelt nämlich mit deutschen Sprechgesangskünstlern Shisha-Tabak. Okay, ah sorry, nee, falsches Skript. Er schafft bewusst einen Skandal. Während der Osterparade in New York animiert er eine Gruppe von Feministinnen in aller Öffentlichkeit zu rauchen. Die Presse, die auch von ihm beauftragt wurde, macht Fotos von diesem Tabu und das Thema beherrscht tagelang die Schlagzeilen. Innerhalb von Wochen wird Rauchen zum Symbol der emanzipierten Frau und durch das rebellische Image werden Zigaretten als Fackeln der Freiheit bezeichnet, was dann auch wieder dafür sorgt, dass Rauchen als Ganzes in der gesamten Bevölkerung immer cooler und populärer wird. Nach den Erfolgen war es auch kein Wunder, dass er als Berater für berühmte Persönlichkeiten oder Präsidenten im Wahlkampf angestellt wurde. Ach ja, und vorher war er auch schon Berater für Woodrow Wilson im Ersten Weltkrieg und war da maßgeblich für die Bemühungen, die amerikanische Öffentlichkeit für den Kriegseintritt vorzubereiten, verantwortlich und war dann sogar später bei den Versailler Verträgen Teil der amerikanischen Delegation. Und er half auch noch nebenbei beim Branding von der Fluoridierung von Trinkwasser. Bei der Kampagne wurde er von zahlreichen Zahnärzten unterstützt, selbst die Nazis wollten ihn später als Propagandaberater. Das Angebot hat er dann jedoch abgelehnt. Stichwort Propaganda, wenn euch das Video gefällt, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich meine, so, ne? Ihr bezahlt ich und dafür, ob ihr wollt oder nicht. Sein nächster Schritt beginnt in den 1940ern wieder im Auftrag eines großen amerikanischen Unternehmens, namentlich der United Fruits Company, damals ein führender Importeur von Bananen und anderen Früchten aus Mittelamerika. Das Problem war hier, die Regierung in Guatemala, wo viele der Anbauflächen der Bananen waren, war, naja, sagen wir eher links und wollte die Arbeitsbedingungen der Arbeiter verbessern und große Landbesitzer enteignen. Für United Fruits hieß das natürlich weniger Gewinn und so kam unser Mann Edward Bernays wieder ins Spiel. Als MVP und mittlerweile bestens vernetzter Unternehmer hat er mies recherchiert. Mies recherchiert, glaub es mir. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Und sorgte dafür, dass die Regierung in Guatemala in den amerikanischen Medien als kommunistische Bedrohung angesehen wurde. Zur Erinnerung, wir sind mitten im Kalten Krieg. Das sorgte dann dazu, dass die öffentliche Stimmung gegen Guatemala immer mehr zunahm. 1952 organisierte er sogar mit 250 Journalisten, die alle von United Fruits bezahlt wurden, eine eigene Tour durch Guatemala, um Berichte zu sammeln, natürlich nicht positiv über das Land. 1954 wurde dann sogar die sozialistische Regierung in Guatemala durch die CIA geputscht, natürlich auch dank der guten Vorarbeit von Bernays psychologischer Kriegsführung.
Und daher kommt übrigens auch der Begriff der Bananenrepublik. Das Vorgehen von United Fruits, der CIA und Bernays wurde dann Jahrzehnte später veröffentlicht und naja, viele Low-Performer verurteilten das Handeln und es gab viel Hate. United Fruits hat dann einfach das gemacht, was alle Firmen mit einer schlechten Vergangenheit machen und hat sich einfach umbenannt. Auch das United Fruits wurde dann Chiquita. Seine Bücher, vor allen Dingen das Werk Propaganda, wurden zu internationalen Bestsellern. Auch außerhalb der USA suchten immer mehr Politiker und einflussreiche Leute seinen Rat. Wie schon erwähnt, versuchten die Nazis in den 1930ern mehrfach ihm Angebote zu unterbreiten, ihn als Berater für das Dritte Reich abzuwerben. Und wenn wir uns die Strategien von Joseph Goebbels anschauen, sehen wir auch, dass der ein ziemlicher Bernays-Fanboy war und, naja, sagen wir, von vielen seiner Ideen maßgeblich beeinflusst wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Wort Propaganda, naja, sagen wir irgendwie einen faden Beigeschmack und nicht mehr den besten Ruf. Also nannte er kurzerhand seine Tätigkeit in Public Relations, also PR, um. Als Leistungsträger ist Bernays Privatrecht bescheiden und beschreibt sich selber als nichts weniger als der beste Manipulator und der unsichtbare Herrscher. Gut, bei seinem Vorgehen in dem einen oder anderen Fall hat er da vielleicht auch nicht ganz Unrecht. Er sagt außerdem, wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Von Puppenspielern wie ihm. Wow. Wir haben ja eben vom Kalten Krieg gesprochen. Schaut euch gerne auch mal hierzu das Video von Mr. Wissen2Go an. Dann lernt ihr vielleicht auch mal was, nicht so wie bei diesem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, kommentiert für den Algorithmus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.